Řekla, já nevím, proč se tváříš tragicky. Všechno je prosté, když budeš myslet logicky. Můžu ti pomoct, chceš-li být volný navždycky. Je přece 200 cest, jak s Bohem dávat. Řekla, víš, že se nechci do tvých věcí plést. A prosím, nemysli, že snad chci tě jenom svést. Jestli se omílám, pak zkus to ještě snést. Je přece 200 cest, jak s Bohem dávat. 200 cest, jak s Bohem dávat. Jen vymysli sám plán, nedumej proč, skoč, nebo znal svůj klíč, pryč, běž po svém si žít. Chyť příští vlak, pak už se nemusíš hádat, tak zadem se strach, ať smíš volný zazbít. Jen vymysli sám plán, nedumej proč, skoč, nebo znal svůj klíč, pryč, běž po svém si žít. Chyť příští vlak, pak už se nemusíš hádat, tak zadem se strať, ať smíš volný zazbít. Řekla, ty hloupý, přestaň si to tolik brát, přestaň se mračit, já teď chci se s tebou smát. Povídám, to je pěkné, tak zkus mi ještě popsat těch 200 cest. Řekla, pojď spát, noc přece na všechno lék zná, a možná, že snad zítřek lepší odpověď ti dá. Dala mi pusu a já připustil, že asi pravdu má. Je přece 200 cest, jak s Bohem dávat. 200 cest, jak s Bohem dávat. Jen vymysli sám plán, nedumej proč, skoč, nebo zhal svůj klíč, pryč, běž po svém si žít. Chyť příští vlak, pak už se nemusíš hádat, tak zadem se strať, ať smíš volný zespít. Jen vymysli sám plán, nedumej proč, skoč, nebo zahoď svůj klíč, pryč, běž po svém si žít. Chyť příští vlak, pak už se nemusíš hádat, tak zadem se strať, ať smíš volný zespít. Ja, solche Projekte machen wir auch manchmal, besonders im Sommer, im August, wenn das Studio dann irgendwie offiziell nicht so viel macht und dann, genau. Das war in zwei Tagen gefilmt, wir sind einfach wirklich ohne Skript in die Stadt gegangen, das war der ganz normale Wahnsinn, der täglich da passiert. Und bis auf den Head to Toman, das war eine Bekannte von mir, waren alles einfach Passanten. Genau, dann ist halt oft die Frage, wo liegt der Sinn oder wo liegt die Anwendung von dieser Art von Arbeiten, die halt sich nicht so richtig klassifizieren lassen. Und ich sehe halt einen sehr großen Nutzen, besonders immer da, um Bereiche zum Beispiel zu beschreiben, die sonst schwieriger zu verstehen sind. Zum Beispiel an der Schnittstelle von wirklich Design, Kunst und Wissenschaft dann zu arbeiten und mit wissenschaftliche Informationen so auszudrücken, dass sie halt zugänglicher werden. Hier wurde ich vom Wellcome Trust, einer großen Stiftung in England, dazu beauftragt, in ihren zwei großen, 12 Meter langen Fenstern eine Installation zu machen zum Thema Symbiosis in the Human Body. Und zwar geht es darum, dass wir denken, wir sind einfach nur Menschen, aber in Wirklichkeit sind wir Ökosysteme für Pilze, Bakterien, Viren, alle möglichen Arten von anderen Lebewesen, die mit uns zusammen unseren Organismus bilden. Und die Statistik, der Satz, der mir immer in Gedanken bleiben wird, ist, 9 von 10 Zellen in unserem Körper sind nicht menschlich, sondern eben andere Lebewesen. Nur 1 von 10 lebendigen Zellen in unserem Körper ist tatsächlich eine menschliche Zelle. Das ist natürlich ein bisschen, Bakterien sind viel kleiner als menschliche Zellen, also an Gewicht ist es dann doch wieder viel Mensch. Aber an Zellenanzahl sind es wirklich Bakterien.
Ich habe dann gleich an diese Bilder gedacht von Wissenschaftlern und von Bakterien und von Zellkolonien, die auf Agar, auf dieser Gelmasse wachsen, und habe mit einem Mikrobiologen zusammengearbeitet, von dem ich diese Bilder habe, der für mich die drei häufigsten Bakterien des weiblichen Körpers, angeblich haben weibliche Menschen interessantere Bakterienfloren auf ihren Körpern, gezüchtet hat für mich auf verschiedenen Agar-Substraten und fotografiert hat. Und das waren so die Bilder, die ich von ihm bekommen habe. Und ich habe gedacht, Mensch, super, die sehen alle unterschiedlich aus, und habe mir viele von diesen Bakterien erhofft. Allerdings ist das, wie sich im Nachhinein herausstellte, ein ganz besonderes. Und es gibt nur es ist nur 1% unserer Bakterienflora im Dünndarm vorhanden. Ich habe dann die Bakterien in Photoshop-Filter verwandelt, oder Photoshop-Brushes sozusagen, mit denen ich dann meine Menschen infizieren konnte sozusagen, denn meine Idee war, große aufgepixelte Bilder von menschlichen Körpern zu machen, die man von der anderen Straßenseite sehen kann, und von der hiesigen Straßenseite sieht man sozusagen nur die ganzen Bakterienkolonien, die an diesen verschiedenen Orten existieren. So sieht zum Beispiel der Darm und der Uterus und so aus und der Magen. Und so sieht das fertige Bild dann aus. Und so sieht es von der anderen Seite aus. Das heißt, oft ist es halt zum Beispiel ein guter Bereich, oder eine gute Idee mit einem Designansatz und Designdenke und diesem Ideal zum Problemlösen, auch solche Probleme oder solche Fragestellungen einfach zu behandeln. Jetzt habe ich nur noch ein Projekt, und zwar das, in das ich im Moment involviert bin, und dann gibt es vielleicht Fragen und wir können ein bisschen noch diskutieren. Ich weiß nicht, wie wir in der Zeit liegen. Im Moment entwickle ich Seetang als Designmaterial. Die Faszination von dem Seetang kommt aus Japan. Wir waren da bei einem Seetang-Farmer, weil ich ja natürlich Interesse hatte an allem, was aus dem Meer kommt. Und ich habe dann angefangen, diesen Seetang zu bearbeiten, und zwar in einer Galerie in Mailand vor 2 Jahren zum Salone di Mobile. Denn der Salone, der ist halt immer, ist eine riesen Designausstellung, aber über die Jahre hin wurde er immer mehr showy und immer glitziger und immer teurer. Und ich habe halt diese Galerie davon überzeugen können, dass ich einfach mit 10 Kilo Seetang anreise und in ihrer Galerie einen Workshop mache und sozusagen also selber dann diesen Seetang als Designmaterial entwickle. Das heißt, wer zu Anfang kam, sah nur das Rohmaterial, wer zum Ende kam, sah fertige Stücke. Wir haben den Seetang dann angefangen, um geometrische Formen zu ziehen, sind bei solchen Formen rausgekommen und bei solchen Installationen von Kelp Constructs, wie wir sie nennen, die sich manchmal zusammenrotten, um Lampen zu bilden. Und im Moment bin ich gerade dabei, oder habe ich als Projekt mit den deutschen Werkstätten in Hellerau zusammen eine Art Seetang-Furnier entwickelt, bei der man sozusagen statt einer sehr dünnen Holzschicht ein Stück, ein Blatt Seetang auf dem Substrat verpresst und dann visuell was erreichen kann, was halt ganz, natürlich in grün, aber ganz ähnlich ist wie mit dunklem Holz. Also man hat wunderschöne Maserungen in den Stücken und gleichzeitig kann man sie ganz normal weiterverwenden, wie halt Holzfurnier auch, aber es ist eben nicht aus Tropenholz, sondern aus Seetang. Genau, das sind die ersten Anwendungen, die ich damit gemacht habe, aber also diese Bank und eine Serie Kisten mit den Rushi Körpern sozusagen und Seetang-Furnier-Dächern, die man auf dem Tisch benutzen kann, um alle seinen Kleinkram da zu arrangieren. Genau, mit dem Bild schließe ich. Das ist auch wieder Island, es ist sehr islandlastig, meine Präsentation. Und zwar das Nichts und das Nichts, das Nicht-Dasein von irgendwas ist auch immer eine große Inspiration für mich und sollte auch gewürdigt werden. Vielen Dank.